Ja, Leute, grüß euch. So, und zwar geht es um den RS3 von mir. Den habe ich ja jetzt schon seit dreiviertel Jahr circa und habe 16.000 Kilometer runtergespult. Und mein Fazit zum Fahrzeug ist, definitiv ist es ein gerechtfertigter Kauf gewesen. Das Auto hat mich bis jetzt nicht enttäuscht. Es macht richtig viel Spaß. Und das Hauptkriterium dran ist natürlich der Motor. Alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, schau doch mal ein paar Videos an. Ich habe eine Leistungssteigerung auch drinnen von Abt. Okay, das ist jetzt nicht der, ja, ich sag mal, der Tuner mit dem besten Image unter den Tunern, sage ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, der wird seine 460 PS bringen. Ich habe 0 auf 100 Werte, 3,4 Sekunden. Im Nassen mit meinen super teuren Reifen, in Anführungszeichen, habe ich 3,8, 0 auf 100. Also 0 auf 100 ist das Fahrzeug. Echt, da muss ein Auto und anderes Fahrzeug wirklich mit deutlich mehr Leistung kommen, um hier mithalten zu können. Also das ist wirklich ein Wert, da schlackerst du mir die Ohren und geht richtig vorwärts in der Kiste. Also richtig gut, ja. Dann 100, 200 habe ich 8,5, so ziemlich genau 8,5 Sekunden, was auch super ist. Ja. Alles, was dann über 200 ist, gut, ich habe jetzt den Vergleich zum C63S, er geht schon gut. Ne? Aber ich denke, da gibt es dann, die großen Motoren machen da die V8 Biturbo natürlich mehr Radau, ne? Und die gehen dann, da denke ich mal, doch noch mal eine Ecke besser. Okay, hat auch mehr Leistung, muss man dazu sagen. Und da wird wahrscheinlich Hubraum und so weiter alles noch eine große Rolle mitspielen beim C63 im Vergleich zum RS3. Ich verziehe den Vergleich, weil ich habe auch parallel einen C63S gefahren, fahre jetzt noch den oder habe noch den F-Type, den ich eher selten fahre, aber da kann ich ja auch ein bisschen so, weil es V8 zwar kein Biturbo beim Kompressor, ne, also von der Beschleunigung her, vom Ansprechverhalten und so weiter und so fort. Und da ist der RS3, der Motor. Der ist ja wirklich, also das Audi hat sich ja da Mühe gegeben ohne Ende. Also der Quattro bzw. der Sport GmbH hat da ja wirklich alles aufgefahren. Weil das ist ja, der Motor ist ja sowas wie eine Legende mehr oder weniger schon bei Audi. Also die haben sich den Motor so angenommen, dass sie ihn wirklich nochmal einen Ticken besser gemacht haben wie beim Vorgänger. Ja, also beim Vorgänger mit 367 PS, der hier ist, finde ich, nochmal einen Ticken besser. Ja. Auch wenn die Leistungsunterschiede jetzt nicht so gravierend sind. Aber ich finde, der Motor bei dem Modell macht so viel Spaß. Und das ist wirklich, dieser Kaufgrund ist der Motor. Ja? Alles andere, Platzverhältnisse hin oder her, kannst du mit 75.000 Euro, was jetzt dieser hier gekostet hätte, ich habe ihn ja nicht neu gekauft, ich habe ihn ja gebraucht gekauft, hätte ich nicht hingelegt auch, 75 Riesen. Aber was der normal gekostet oder die unverbindliche Preisempfehlung von 75, kannst du mit nichts anderem rechtfertigen, nur mit dem Motor. Da kannst du auch wirklich sagen, der Motor ist das Auto. Ja? Denn Platzverhältnisse und so weiter, da bist du bei so einem kleinen Auto und du legst wirklich so viel Kohle hin, das ist ja schon der Wahnsinn eigentlich. Aber wir kommen auch und wir bleiben beim Motor. Der Motor begnügt sich mit knapp etwas über 11. Ich habe jetzt im Durchschnitt 11,2 Liter. Ja? 11,2 Liter Langzeitdurchschnitt von knappe 16.000 Kilometer. Das heißt, er begnügt sich mit relativ, in Anführungszeichen, wenig Sprit und bietet dafür viel. Ja? In dem Sinne, dass es viel Fahrspaß macht. Du bist jeden Tag, das ist ja mein Daily eigentlich jetzt, ja? Bei jedem Tag mit dem Fahrzeug, so gut wie jeden Tag. Und da macht es Freude, jeden Tag macht es Freude. Ja? Ich habe die optionalen Matrix-Scheinwerfer drinnen. Da ist es nachts super geil zu fahren. Da hat sich Audi wirklich Mühe gegeben, super geil gemacht. Und das gibt es natürlich auch beim normalen A3 zu bestellen. Wenn du dann die Taschen aufmachst, kriegst du es auch mit dazu. Bei dem musst du es auch optional bestellen. Aber er hat es halt, das ziel ich mit rein, weil ich es jeden Tag brauche. Weil ich nachts, fast jeden Tag, jetzt ist es sowieso so schnell dunkel, da ist ja schon 5 Nacht, ja. Und da ist es halt echt schon geil mit Matrixlicht, ein Stückchen Landstraße noch, was ich habe, ist echt bam. Alles hell. Schön ausgeschnitten. Also schön, gut. Dann, was ich bei dem nicht habe, was ich gerne gehabt hätte, das ist jetzt ein einziger Punkt, was ich bei der Optionsliste definitiv angekreuzt hätte, wenn ich ihn selber bestellt hätte, wäre die Rückfahrkamera. Die habe ich jetzt nicht drinnen. Es ist kein Muss, aber ich hätte sie gerne drinnen gehabt. Ich würde sie auch nicht als Minus auslegen.
ist es ja nicht. Ne? Das ist ja sowas, was du extra bestellen kannst. Das Getriebe ist okay. Es gibt mit Sicherheit deutlich schnellere, aber man gewöhnt sich schon so ziemlich dran und ich bin auch doch auch zufrieden. Also der schaltet schon im Sportmodus schön. Also du kannst ihn auch schnell schalten, du kannst ihn. Ja, es ist vollkommen okay. Also nichts speziell Gutes, definitiv nichts Schlechtes. Es ist ein gutes Getriebe, es schaltet auch schön und relativ schnell. Es gibt aber deutlich schnellere. Aber es macht ja auch nichts. Das will ich auf keinen Fall. Es ist im Minus, es ist vollkommen top. Das harmoniert sehr gut. Dann, beim Verbrauch waren wir schon, was relativ wirklich wenig in Anführungszeichen ist. Und klang phänomenal. Also finde ich, ich weiß jetzt nicht, wie sich der 5-Zylinder anfühlt vom Focus, ja, vom RS oder ist dieser Volvo-Motor. Weiß ich jetzt nicht. Deswegen kann ich da kein Urteil mehr bilden. Ja. Der Motor dreht so schön. Der hat sowas wie ein Turbo-Punch, ja, nochmal, du merkst so richtig, wenn der Turbolader aufmacht, das ist so richtig so, das macht richtig Spaß, ja, das Auto fesselt dich, du setzt dich rein und der Motor verlangt eigentlich von dir, ja, der sagt dir dann quasi, was, ist das schon alles, tritt doch durch so in der Richtung, gib doch Stoff, ja, ich habe Traktion und das ist auch das Geile, du hast mega geile Traktion, auch bei so nassen Wetter, wie wir jetzt haben. Zack, du gehst aufs Gas und das Ding marschiert vor. Ich habe ja auch ein Video rein bei schneenasser Fahrbahn oder so, wo ich das Video gemacht habe. 3,8, 0 auf 100, 3,8. Also das schaffe ich in meinem Jaguar oder mit meinem C63 im Trockenen nicht. Ja? Und das Ding im Nassen, ratzbatz. Also top. Das sind so die Sachen, wo ich sage, echt, echt gut. Was jetzt hat, gut, das mit der Rückfahrkamera habe ich ja schon gesagt. Ansonsten, dieses Rasselgeräusch, wenn ich ihn starte, wenn er kalt ist, dann rasselt es furchtbar. Ehrlich, ich kann mich daran nicht gewöhnen. Und was ich jetzt so mitbekommen habe, einige haben mir als Kommentar geschrieben, ne? Das ist eine Krankheit, das kann ja nicht normal sein, weil sich das furchtbar anhört. Du denkst, das Ding fällt auseinander. Ich, wenn er kalt ist und ich fahre durch eine 30er-Zone, die Leute schauen, weil sie sich denken, Alter, dein Auspuff fällt ab oder irgendwas passiert mit deinem Auto. Das ist so ein Ding, wo ich sage, wie konnte das durch das Qualitätsmanagement durchkommen? Ja? Das ist eigentlich so ein Ding, geht gar nicht. Und was ich jetzt mitbekomme, ist es wirklich bei jedem oder so gut wie jedem. Ja? Dass es eine normale Sache ist, was ich eigentlich nicht als normal empfinden möchte, weil es sich beschissen anhört. Und was mich auch stört, vielleicht weil ich auch über 40 bin und alter Mensch bin, ist das beim Starten dieses du kannst das Ding nicht starten, ohne dass dieses der legt dann drauf an, du drückst drauf und dann. Vielleicht wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde es mir auch gefallen. Also es ist jetzt nur mein Geschmack. Deswegen sage ich, das stört mich, okay? Und du kannst es auch nicht mit irgendwelchen Einstellungen quasi verhindern. Kannst du nicht verhindern. Dann, weil ich bin ja auch froh, dass er diese Schubabschaltung, was er vor Facelift hatte, dass es bei dem nicht so ist, dass er nicht so knattert, wenn ich jedes Mal vom Gas wieder weggehe dann und so. Das ist so, das ist nicht so mein Ding, ja, ganz ehrlich. Also gut, das ist wieder so eine Geschmackssache, nicht falsch verstehen. Aber mir passt es nicht. Viele wollen es extra, ja, die machen diese Schubabschaltung, die programmieren das raus und dann schießt er auch. Ja, okay, für mich ist das nichts. Dieses Geknattere ist, finde ich, jetzt halt beim V8 Biturbo, wie ich jetzt halt beim C63 hatte, schon nochmal ein bisschen anders. Es ist tiefer, es ist, da hat es mich nicht so, da stört es mich nicht so stark. Da gefällt es mir fast ein bisschen. Das da hier ist zu schrill, der Ton, der hinten raus knallt dann, das ist mir zu schrill. Dafür bin ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, auch zu alt. Ne? Jeder andere wahrscheinlich, der 20, 25 ist, sagt, mega geil, ich will das auch. Ja? Und ich will das noch lauter haben. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ich will es ihm nicht, aber es stört mich. Es stört mich. Das ist das eine. Ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt Ölverbrauch ist, brauchst eigentlich schon nicht immer so ein bisschen was hinten drinnen, denn wenn es der Autobahn einmal hier durchschürst, musst du mal nach 3.000, 4.000 Kilometern schon ein bisschen was nachkippen.
Ja, also jetzt noch nicht wirklich viel, aber kippst halt einmal ein Dreiviertel Liter rein, ein Drittel Liter rein, 250 Milliliter und dann hast du, wenn du normal, denke ich, wieder fährst, nächsten paar tausend Kilometer Ruhe. Also das muss ich auch sagen, ich habe wirklich Öl nachschütten müssen. Weiß jetzt nicht, ob es normal ist bei euch, beim RS3, aber so jetzt bei den meinen anderen Fahrzeugen war es jetzt nicht so der Fall. Ja, und dann, was mir halt auch wirklich gefällt, wie gesagt, das Cockpit und auch diese digitale Einheit hier, finde ich sehr gelungen. Audi hat es super gemacht, was jetzt nicht nur den RS3 betrifft, das ist auch eine Option. Also wer das nicht reinpackt, okay, aber gut, das ist auch wieder wahrscheinlich Geschmackssache. Viele wollen, haben keinen Bock auf sowas, sie wollen lieber feste Instrumente haben. Für mich war es, ich hätte keinen gekauft, wenn er das jetzt nicht hätte. Also das ist so ein Ding, haben sie super gemacht. Dann, ja gut, wie gesagt, ich habe eine Leistungssteigerung drin und von Abt, ein bisschen mehr Leistung. Finde ich, ist auch gut. Ob das jetzt dieses gerechtfertigt, diesen Aufpreis, das mag ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Ja, das will ich auch gar nicht als Kriterium mit reinpacken. Aber ich fahre ihn schon die ganze Zeit eigentlich so. Und deswegen kann ich nur über die Leistungssteigerung sagen, super, weil er gut geht, weil er richtig gut geht. Mein Serienwert 0 auf 100, 3,4. Ey, da musst du schon mit einem E63S oder M5, F90 und so kommen, dass da irgendwie in der Region so einer beschleunigt 0 auf 100. Also das haben die, Bombe. 0 auf 100 ist das Ding, eine Waffe. Ne? Was ist denn sonst? Ja, wie gesagt, das mit dem Plastik. Ja, das ist, ja. Ah, hei. Nicht so mein Fall. Die haben es, glaube ich, gar nicht, soweit ich weiß, jetzt auch in der Ausstattungsliste, dass du jetzt halt hier das Ding beledern kannst. Hier vorne mit Alcantara und sowas. Das musst du alles nachträglich machen. Du musst zum Sattler gehen und sagen, komm, mach bitte. Das wäre so ein Ding, das hätte ich gerne. Hier gerne Leder. Also das hätte ich wirklich gerne. Das wertet das mit Sicherheit auch auf. Das ist jetzt aber auch hier kein so ultra billig Plastik. Das ist mehr so ein Gummiplastik-Zeug. Ja, also es ist vollkommen okay. Das Lenkrad sieht echt geil aus. Fühlt sich auch super an. Also das haben sie echt auch mega schön hinbekommen. Ich will jetzt keine anderen Marken nennen, ja. Keine anderen Hersteller, wo das eigentlich, wo ich sage, Alter, wie konntet ihr so ein Lenkrad reinbasteln, ja. Nee, ist jetzt bei dem Fahrzeug mega geil. Sehr schön, fühlt sich super an und du hast auch richtig, ja, du hast den Grip, den du brauchst. Und ja, auch insgesamt. Fahrwerk, ja. Du hast hier das vom RS3 ist mit Sicherheit jetzt nicht das allerbeste für die Rennstrecke, was viele vielleicht auch sagen wollen, werden, würden, ja. Und er ist vielleicht auch nicht der allerschnellste auf der Rennstrecke. Braucht er auch nicht sein. Ich brauche ihn im Alltag. Ja? Und im Alltagsnutzen ist er mit Sicherheit schneller für mich als, sage ich jetzt mal, ich will es nicht zu laut sagen, weil es wird wieder geschrien und gehatet, M2. Ja? Denn der Allrad macht es aus, finde ich. Der Allrad macht es aus, weil das Fahrzeug hat überall Grip. Schaut euch das Wetter an. Ich fahre jetzt hier los, Tag runter, erster Gang, bam, und schieß raus. Ja? Da wirst du mit dem Hecktriebler M2, 3, 4 Probleme haben. Ne? Und das ist halt bei dem gegeben und das setzt er komplett auch um. Also für den Alltag ist das einfach ein Mega-Vorteil, finde ich. Muss jeder für sich entscheiden, ob er dann nur ein paar Ecken driften will und sowas, brauchst du eigentlich im Alltag nicht und kommt eher selten vor. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist ein Allradantrieb, wie ihn jetzt der RS3 auch hat, super geil. Wenn ich jetzt mal vergleiche den F-Type, ja, mit den knapp 500 PS auf der Hinterachse, lässt sich natürlich auch schön fahren. Ja, du kannst damit driften, du kannst das, ja, aber das Fahrzeug, damit fahre ich mit der Frau zusammen. 4000 Kilometer im Jahr, 5, sowas. Und da passiert, oder hast du mal Lust drauf, mal die eine Ecke so zu nehmen, die andere so, ja, aber für den Alltag insgesamt ist das hier nicht, also das kannst du nicht vergleichen. Das ist echt mega geil. Und den haben sie als Quattro, natürlich Audi, hat es echt super hinbekommen. Die Verbindung mit dem Getriebe auch, mit dem Motor ist echt top. Ja, also da gibt es nichts zum Mäkeln. Ja, und so komme ich zu meinem Fazit, dass das Fahrzeug definitiv ein Kauf ist, auch wenn es relativ teuer ist. Ja, weil der Preis doch, 75 für 9, ey, wow.
Wow, sage ich nur. Niemals, niemals würde ich das ausgeben. Und ja, ansonsten zu dem Preis, wie ich ihn bekommen habe, finde ich, ist es okay. Und der Motor hat das alles auch rechtfertigt. Also der rechtfertigt diesen Preis dann schlussendlich 75 nicht. Also da, aber für das, was ich ihm bezahlt habe, und ich meine, ihr bekommt ja jetzt auch einen so um die 50, zwischen 50 und 55, ja, einen gebrauchten. Wahnsinn. Für das Geld kannst du das Ding unbedingt, das ist fast schon dieser Motor, dieser Sound, diesen Spaß, das musst du dir fast schon geben, ey. Das ist einfach toll. Leute, mein Fazit, ich rede einfach schon zu viel. Ja? Ich kann euch nicht sagen, was ein Kundendienst kostet, weil ich noch keinen hatte. Ja? Ich kann euch sagen, was er verbraucht, ja? Dass er auch ein bisschen Öl braucht nach längerer Autobahnfahrt, nach ein paar Mal richtig durchtreten. Ansonsten kann ich euch zu den Kosten nur sagen, ich zahle für die Vollkaskoversicherung. Ich bin aber, habe einen mega geilen Ding. Ich habe ja, glaube ich, 30%, 35% Vollkaskohaftpflicht. Also ich zahle für das Fahrzeug im Jahr 1180 Euro für das ganze Jahr. Vollkasko, Haftpflicht, alles was dazu gehört. Ja, also es geht auch knapp 100er im Monat, wenn du es so umrechnest. Ja. Ansonsten Spritverbrauch, 11 Liter, kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel ihr fahrt dementsprechend. Und der Preis für natürlich ist für, ich danke natürlich nur Ultimate, ja, wie der Franke sagt. Und da könnt ihr selber für euch ausrechnen. 11 Liter, ja, verbraucht ihr. Ein 100er brauchst du im Monat für deine Versicherung. Und ich habe halt echt eine günstige. Ich weiß es nicht, das müsste jeder individuell. Ich denke, ihr seid noch jung oder die meisten von euch. Dann zahlt ihr vielleicht 1600, ja, ein bisschen was draufpacken. So 1600, 1700 kommt man schon hin, denke ich. Und ja, aber ansonsten. Mir gefällt halt die Limousine, deswegen habe ich eine Limousine. Sportback weiß ich nicht, ob es sich großartig anders fährt. Deswegen kann ich da kein Feedback geben, nur für die RS3 Facelift Limousine. Und das Facelift fällt jetzt hier sowieso weg, weil die Limousine gab es nur ab dem Facelift. Und sozusagen ist das ein wirklicher Kauf. Für mich wäre es ein Kauf. Für mich wäre es ein Kauf. Ich bereue es nicht, dass ich ihn gekauft habe. Und schreibt mir was in den Kommentaren, wenn euch noch irgendwas einfällt oder was ihr wissen möchtet. Ich versuche es zu beantworten, aber ich kriege meistens so 30 bis 40 Kommentare am Tag und dann ist es doch ein bisschen schwer. Und ich bin ja ein Mini-YouTuber, so mini, ja, so mini. Und ich weiß jetzt, wie es bei den anderen ist. Ich werde, ich glaube, ich in nächster Zeit dann, ich tue immer Likes verteilen, ich werde demnächst diese Herzchen verteilen. Ja. Leute, gute Zeit, bleibt gesund. Und ich wünsche euch was. Ciao.